Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Na, gucken wir mal, was liegt heute am Donnerstag hier an. Okay, Füchse gehäutet, gewürztes, fettes Vogelfleisch gekocht, Hinterhalt erfolgreich abgewehrt, Tabak geraucht oder gekaut. Okay, Tiere mit einem Messer, Tierfleisch verkauft. Da kann man schon richtig abstauben, finde ich. Kopfgeldjäger, gesuchte Person fotografiert, Kopfgeld abgeschlossen, ohne einen Gegner oder die Zielperson zu töten. Okay, das wird schwierig. Kopfgeldjagden innerhalb einer Stunde abgeschlossen in Echtzeit. So, Speziallager-Eintopf zubereitet, große Tierkadaver. Und da ist es wieder, 20 Tierkadaver in 10 Minuten. Oh, drei Landkarten benutzen, verlorenen Schmuck und Vogeleier, ich liebe es. Schwarzbrenner-Mission hier. Story-Mission abgeschossen und 18 Pullen abliefern. Das wird knapp, ne? 24 Stunden kann Tier töten, mit doppelte Tiere wecken und Zähigkeitstonika. Ja, dann schauen wir doch erstmal, was können wir kochen. Ah, Glück gehabt. Dann machen wir das. Essen das jetzt aber nicht, damit wir nachher mit dem Zähigkeitstonika loslegen können. So, ist hier genug Platz zum Spenden? Boah, wir lassen ihn mal noch ein bisschen arbeiten, würde ich sagen. Ja, dann. Oh, ich habe den Hund noch nicht gestreichelt. Da ist er. So, der Allerbeste. Dann düsen wir mal eben zur Schwarzbrennerei. Fahren, würde ich sagen, als erstes eine Ladung weg. Und öffnen hier vielleicht mal eben schon mal die Landkarte für Vogeleier. Na, schauen wir mal. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht. In der Nähe vom Lager. Da müssen wir noch Strawberry, müssen wir vielleicht sowieso. Und hier ist ja auch easy. Vor allem, da haben wir die 5 Stück Rucki-Zucki zusammen, würde ich sagen. So, erste Karte geöffnet. Können wir hier mal eben kurz checken. Nö, da ist schon mal nichts. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, wir haben was fertig. Vielleicht habe ich es auch wieder vergessen. Nee, habe ich nicht. Super. Ja, für 225 Dacken. Da können wir das mal machen, oder? Ach, dies ist übrigens das 400. Video. Ich finde, da kann man nicht meckern, oder? Auf jeden Fall. Das mache ich ganz easy. So, wo geht's hin? Aha! So, jetzt geht es ja nur darum, 18 Pullen abzuliefern. Und dann beeilen wir uns mal ein bisschen hier. Bloß nichts kaputt fahren. So, ist eigentlich ganz gut für so nach Feierabend mal eben erst eine Runde hier mit dem Wagen fahren. Dabei in Ruhe den Kaffee trinken. Es
Wetter scheint ja auch besser zu werden hier. Quasi erstmal ankommen im Spiel. So geht's ja ganz locker. So, da kommt die Kontrolle. Oder der Kontrollpunkt, muss man ja sagen. Ob wir kontrolliert werden. Nee, werden wir nicht. Glück gehabt. Ja gut, warum nicht, ne? Kann auch mal Glück haben. Hier mal ein bisschen vorsichtiger. Oder nichts kaputt fahren. Ja. Gibt spannendere Sachen, ich weiß. Nicht alle fürs Geld, ne? Oh, hier ein bisschen langsamer drüber. Schon da. Und ziehen wir uns hier mal aus Spaß warm an. Weil bei 18 Grad wird er noch nicht schwitzen, denke ich. Heute nichts runter. Schade. Oh, wir müssten mal Munition abholen, was? Was haben wir hier? Hört sich auch nicht so gut an, die Knarre. Ich würde sagen, das machen wir gleich mal. Die nehmen wir erstmal mit. Stunden handeln. Oh, die Knarre sieht doch echt schlecht aus. Ne? So, höre ich da einen Fuchs oder einen Hund? Kann ich jetzt schlecht sagen. Der Hund hier, ne? Ist auch wurscht. Ein so ein mittelgroßes Tierchen, da würde ich noch mitnehmen hier jetzt. Ach, zum Not auch ein großes. Nämlich wieder nicht drauf geachtet. Was sollen wir eigentlich abgeben? Große Tierkadaver. Ja, ja, dann. Dann können wir auch das hier mitnehmen hier. Mal hier gucken. Manchmal sind hier noch so Hörnchen. Dann nicht, dann geht's jetzt erst eben nach Hause, Munition abholen.
dann spenden wir mal eben die Tierchen. Und dann holen wir uns die Vogeleier. Docks are looking good. So, okay, die drei geben wir schon mal ab. Okay, this will have to do. So. Excellent. Thank you. Sind wir bei 17. Was haben wir denn noch? Ja, die auch noch hier fertig. This is good quality. Dann bestellen wir Vorräte und ersparen uns das. So, holen wir mal eben die Lieferung ab. Dann verkaufen wir mal ein bisschen Fleisch. Wir könnten hier schon mal, ich glaube, betäuben, ne? Und aufwecken wir die Aktion, oder? Naturkundler. Ja, ja. Betäuben und wecken. Zähigkeit, das machen wir nachher. Sag mal. Hier kommt aber noch ganz schön weit, oder? Grad, dann ziehen wir uns jetzt mal wieder was anderes an, dann friert er vielleicht. Dann können wir das nämlich mit dem Tonikum so hier erledigen. So. Und die Maske auch noch runter. Dann wird es vielleicht kalt genug hier. Entspannt, Kollege. Ah, was haben wir hier? Oh. Ich habe nicht hingeguckt. Ich hatte da nur was gesehen. Ich dachte, da sitzt eine Schlange oder so. Aber okay. Dem war dann wohl nicht so. Oh! Da ist der Hinterhalt, den wir förmlich gesucht haben, oder? Oh, hier Tabak reinpfeifen. So, Hinterhalt auch noch überlebt hier. Gucken, was die netten Kerle so dabei haben. Ja, immer drauf, dass sie irgendwie
auch mal was dabei haben, was man gebrauchen kann, ne? Aber nein. Wo ist denn das Opossum? Da. Das ja auch mal im Erledigen hier. Aber 2 Grad, wieso friert der nicht? Oder habe ich das wieder noch nicht gesehen? Hier noch was anderes an Klamotten hier. Normal. So. Und Hütchen auch. Oh, das war falsch. Hütchen auch noch weg. So. Und Maske runter. Dann können wir da oben mal eben ein bisschen Fleisch verkaufen. Reinventing yourself as a... Obwohl, Fleisch kauft er ja gar nicht. Ja, Quatsch. Er kauft ja gar kein Fleisch. Noch irgendwie... Da. Gefühlt ist das Fleisch. Aber eben auch nur gefühlt. You know, I envy you. The thrill of the kill, I miss it. Hier ist mal wieder nix, ne? Ne. Aber wieso friert der nicht? Ich sehe hier erst einmal. Friert der im Wasser schneller? Warum friert er nicht? So ärgerlich. Wir haben 4 Grad, da könnte der nochmal frieren, oder? Oh, was haben wir denn da hinten? Der kommt nie weit, das kann ich mal sagen. So, und Gnadenstoß gilt als Tier mit dem Messer getötet. Nein, ich... Oh, Junge, aufs Pferd damit. Ja, manchmal ist es nicht so einfach, ne? Gut, man kann sich auch mit warmen Klamotten wohl vors Feuer setzen, dann wird ihm warm. Aber ich hatte gedacht, er friert hier bei 5 Grad mal einfach von allein.
So, ein Elch, aber manchmal ist ja hier auch Sammlerpflänzchen. Dass der nicht friert hier. So, da hinten sind sie, die Vogeleier. Also ganz ehrlich, 5 Grad und nasse Klamotten, da muss man doch frieren. So, 5 Enteneier schon gefunden. Damit ist das Thema im Prinzip durch. 5 Vogeleier gefunden. Gucken wir mal, jawohl. Dann düsen wir jetzt mal eben nach Blackwater. Kaufen da mal ein bisschen Fleisch und die anderen Vogeleier ab. Hallo. Oder ist er doch schon? So, wovon haben wir denn genug hier? Done. Deal. So, auch erledigt. Thank you for your custom. Und dann holen wir uns die Vogeleier, die da hinten sind. Und dann kümmern wir uns nachher um den verlorenen Schmuck, war es, glaube ich. Und spätestens dann kommen wir in eine Ecke, wo es kalt wird. Ich glaube, schlau wäre es gewesen, das Tonikum am Anfang zu nehmen, weil, glaube ich, die Wirkung, ich weiß es gar nicht genau, mal ganz nachschauen, ich glaube, nach 30 Minuten nachlässt. Wenn wir erstmal einmal das Pferd füttern. So, dann soll ich ja irgendwie... reicht das hier auch? Nochmal machen, ne? Denn ich sag euch mal warum. Ja gut, Füchse müssen wir noch finden. Da ist es, Tabak geraucht, oder? Und da ist es 4. Und dann können wir einfach... Jetzt markiere ich mir das aber mal eben hier. Genau, ich will nämlich darüber. Und dann dahin. Denn sonst reicht, glaube ich, die Ausdauer des Pferdes nicht immer. Ne? Und hier im Nebel sieht man das nicht immer so gut. Na, verliert man nämlich so ein bisschen die Orientierung, finde ich.
Da hinten kann man schon erahnen. Ja, und dann geht einem auch mal ganz schnell die Booster aus, ne? Oh, erledigt hier. Oh, was haben wir denn da? Flaschenkröte hier. Nehmen wir auch noch mit. So, damit ich mich hier nicht, ne? Da setzen wir jetzt die Markierung hin. Nicht, dass hier uns das Pferdchen untergeht. Da kann man schon erahnen. Keine Lust so. So, ab nach Hause. Dann geben wir eben den Puma da ab. Docks are looking good. This is good quality. Und dann holen wir uns mal eben jenes Vogelei hier. Ich wollte sowas, aber was haben wir denn hier? Aber ein Pflänzchen. Das nehmen wir natürlich mit. Nein, 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 nein. Das machen wir jetzt nicht. Da auf gar keinen Fall. Ich wusste es. Nein, 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 nein. Das machen wir jetzt nicht. Die Kollegen ignorieren wir jetzt mal. Oh, 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 oh. Wir können uns ja nicht um alles kümmern, oder? Ist schon zu sehen. Und da oben ist die nächste Aktion. Aber da habe ich ja. Nein, das war. So, was haben wir hier? Adlerei. Könnt ihr auch einen Laden mit aufmachen, würde ich sagen. Wir haben minus 5. Der muss doch jetzt mal frieren hier, der Kollege. Da, der zittert doch.
Warum sieht man das in seinem Herzen nicht? Was müssen wir überhaupt alles noch erledigen hier? Vier Sachen. Ja, da wäre eins von. Schwarzbrenner hat sie erledigt. Ja, das machen wir ja quasi. Da muss ich ja doch noch Kopfgeldjäger was machen, oder? Puh. Ungern. Da werden wir noch irgendwas abstauben zwischendurch, denke ich. Also der sieht doch aus, ob der friert, aber man sieht es da in seinen in dem Herzen da nicht. Oh, verlorenen Schmuck auf hier. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Bescheidener verteilt geht's ja gar nicht. Boah. Das ist eine Tour, das kann ich euch sagen. Na gut, da hätte ich schon... Halleluja. Naja, jetzt hauen wir uns erstmal in das Tonika rein. Tonikum. Da ist es. Irre. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein großes Tierchen mitnehmen können. Sein. Irgendwas Großes, das muss doch noch hier rumliegen. Laufen. So, was war denn da? Möglichst nur so anflicken. Damit wir wieder den Gnadenstoß hier vollführen können. Taschenvögel satt. Was steht denn da oben? Supplies are looking healthy right now. Schnell hinterher. Oh, gibt sogar Auszeichnungen für. Hör ich da einen Fuchs? Mann, das dauert hier alles. We're well stocked for the time being. So, aber dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt erstmal den verlorenen Schmuck. Wo war der? Da. Das ist ja, und dann reiten wir hier wirklich einfach die Bahnlinie hoch, dann geht es. Ne?
Weiß gar nicht, was auf die Uhrzeit. Ja, das haken wir noch mal eben ab. Und im zweiten Teil geht es dann weiter. Da pflastern wir auch nur so hinterher. Oh, ist aber direkt gestorben. Wollte ich doch gar nicht. Dann nehmen wir nur das Fell mit. Ja gut, das werden wir dann noch packen. Vier Sachen noch. Also, eins. Da wird ja nichts, ne? Zwei, drei. Und das vier. Dann spare ich mir den Kopfgeldjäger. So ein Fuchs, das wäre jetzt doch echt ein Knüller. Ist doch hier so die Gegend, oder? Das gibt's doch nicht, die fallen noch nicht. Aha. Ich dachte das. Na, ihr wisst, was ich meine. Sonst müssen wir so machen. Ziehen wir auch eben nur ab. Obwohl, ich würde sagen, den Rest machen wir im zweiten Teil, oder? Den ganzen Schmuck einsammeln. Dann kann ich das hier schon mal hochladen. Und dann geht's nachher weiter. Ach, was weiß ich, was habe ich da platt geritten? Oder was? Streifenhörnchen. Also ein Taschenhörnchen quasi. So. So machen wir es auch. Den Rest machen wir im zweiten Teil. Denn dann kann ich diesen Teil schon mal hochladen. Dann habt ihr schon mal was zu gucken. Die Tagesaufgaben habt ihr gesehen. Aber jetzt wäre noch so ein großes Tierchen. Das wäre noch... Meist sitzt da hinten eins. Irgendein Gabelbock oder so. Sitzt er da immer? Ringfasan. Ich glaube, es geht los. Das ist zu groß. Es ist manchmal wie verhext, oder? Auch hier sind sonst ständig Füchse. Hier. Da habe ich nur gehört. Ach. Ärgerlich. Ja, so ein Fuchs, das wäre es jetzt noch. Na, was soll's. So, das geben wir jetzt noch ab. Dann machen wir Schluss. Supplies are good. I'm a happy man. Guess beggars can't be choosers. Und dann zeige ich euch das eben, was ich da gleich vorhab. Also. Ich denke, Füchse, mit ein bisschen Glück finden wir noch. Gewürztes, fettes Vogelfleisch soll wohl machbar sein. Tabak haben wir fertig. Tiere mit dem Messer, wie gesagt, das ist Tierfleisch verkauft. Da können wir noch ein bisschen abstauben. Händler, ein großes Tier werden wir noch abgeben. Sammler, also die zwei Sachen erledigen wir auch noch. Wir müssen gleich nur den verlorenen Schmuck einsammeln. Dann öffnen wir eine Karte. Müssen wir nicht abarbeiten. War auch fertig. Schwarzgebrannter. Das wird nichts.
und Naturkundler. Das machen wir dann einfach im zweiten Teil. Und dann schaffen wir die vier Dinge auch. So, das war der erste Teil. Das 400. Video auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.